Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Willkommen in Porn Pandas Kochstudio. Heute machen wir gebratenes Hähnchen mit Cashewnüssen. So heißt es offiziell, aber es ist eigentlich mehr so eine, ich sag mal so Chicken Nuggets hier mit Chili, Paprika, Cashew-Nüsse drin. Und richtig in einer schönen scharfen Soße geht das Ganze dann da. Ne? Mit Reis machen wir es heute. Und es wird scharf, würde ich mal sagen, wa? Ja. Ja. Bisschen scharf. Für okay. Deutsche gerne essen diese. Okay. Ja. Auf Thai heißt es? Gai Pat Met Mamuang Hin Ma Pan. Das ist aber ein schweres Wort, ehrlich. Da sagt man lieber gebratenes Hühnchen mit Cashewnüsse. Das ist einfacher. Ja, richtig. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gucken uns an, wie es funktioniert. Auf geht's. Zutaten heute nichts aus dem Garten. Oh, ich bin ja enttäuscht hier. Ich bin ja enttäuscht. Die Paprika sind auch nicht nach meiner aus hier. Die Chilis. Ja. Das sind nicht meine. Die Paprika sind auch nicht meine aus dem Garten heute. Die Zwiebel auch nicht. Die Frühlingszwiebel auch nicht. Ja. Du hast die alles da vom Markt geholt? Nein, von mir kommt gleich. Ah, kommt gleich. Okay, ja. Gut. Dann muss ich ein bisschen kaufen. Okay, die Nüsse natürlich ist klar, die haben sie bei uns sowieso nicht. Ich schon kochen, fertig. Hähnchen ist vom Markt. Markt. Schön. So, jetzt kommt wieder hier dieses Puder darüber hier. Wie sagt man? Mehl irgendwas. Ja. Kennt ihr, ne? Kennen wir schon. Ja. Das staubt ja sogar. Schön Mixi. Und Feuer machen. Mit einer Hand Mixi, andere Hand Feuer machen. Mensch, du bist echt flexibel da. Ja. Der dampft ja schon, du. Ja. Der alte Bock. Der ranzige. Was ist hier mit der neuen Pfanne hier? Warte. Achso, die brauchen wir noch. Okay, dann lassen wir die hier lang. Jetzt, Hähnchen. Bei Porn gibt es immer Hähnchen, ne? Ja, richtig. Wie kann das? Oder Fisch? Ja. Ist ja schon heiß genug. Noch nicht, ne? Ja. Warten. Jetzt ist Temperatur. Gut, rein damit. Das Hähnchenbrust, ne? Ja. So, ne? So wie Chicken Nuggets wieder. In der Art. Ich hätte auch gerne jetzt mal wieder Rinderrouladen, ne? Ja, ich weiß nicht. Du weißt schon, ne? Ja. Aber wir finden hier echt nichts mehr, davon wegen da. Vernünftiges Rindfleisch. Wo? In Thale. Ja, da fahre ich jetzt bestimmt hin. Ja klar, da fahre ich jetzt bestimmt hin. Hier, in hier hat auch so, aber wir müssen so die Brühe kaufen. Genau, ein bisschen rühren hier. Chicken Nuggets. Sieht so aus, ne? Ja. Ja, Rinderroulade hätte ich gerne, weil wir haben noch so viel Senf auch noch hier von den Bautzener Senf, den haben wir auch noch da. Den wollen wir noch verarbeiten dann hier. Und Korn kann da Rinderroulade machen, kannst du auch, ne? Ob das natürlich hier reinpasst in den Thai-Kochstudio. Aber wäre doch auch mal was, oder? Als Alternative hier mal. Rinderroulade auf Thai-Art. Obwohl, ist eigentlich auch deutsch dann, ne? Rinderroulade und Kohlrouladen. Kohlrouladen. Wer kennt das noch? Kohlrouladen. Ohne Modell, das ist ja, ja, ja. Also innen drin hat Fleisch und außen dann die Kohlblätter da, ne? Hat meine Oma immer gern gemacht. Und schmeckt auch gut, muss ich sagen. Aber nicht deine Oma kocht für you essen. Aber wer hat dir das gezeigt, wie das geht? YouTube. Nee, nicht YouTube. Von die Frau, von Facebook, von Norway. Ja. Ich hätte eigentlich jetzt erwartet, dass du sagst,
Du, mein Lieblingmann, du hast mir das gezeigt, wie das geht. Nein. Vom Anfang habe ich gelernt, wie dieser Frau. Peinlich. Vom Facebook. Und ich habe gedacht, ich hätte dir das gezeigt, wie das geht. Nee, aber Lilian Ladena, du hast Lernen hier. Ah. Aber jetzt, wie lange du nicht kochen? Ich? Oh, ja. 3 Jahre. Ja. Also ich glaube, ich muss erst mal die Linse putzen hier, du. Die sehen doch lecker aus hier. Dann mein Haar. Und so hart. Und schön, danke. Ja. Aber ich denke, das wäre doch auch mal was. Ne? So deutsche Hausmannskost. Rinderroulade und Kohlrouladen. Das wäre doch auch mal was, ne? Linsensuppe mit Pommes und Sauerkraut. Ja, das wäre auch mal was, ehrlich du. Neue Kreation hier. Linsensuppe mit Pommes. So, jetzt geht's hier weiter. Also das Fett wird dann nochmal wieder benutzt. Korn ist sehr sparsam. Von wegen Neues nehmen. Feuer drunter. Knoblauch. Oh, ich stehe im Weg hier. So, Knoblauch und Chili. Ihr hustet schon. Kann er wohl nicht, oder? Knoblauch und Chili. Ui, ja, da ist schon Dampf dahinter, oder was? Ein bisschen in die Pfanne, ja, ein bisschen warm machen. Jetzt kommt, was ist das denn wieder hier? Pipau. Ach hier, das war diese rote Currypaste. Ja, Currypaste. Rote Currypaste, warte, ich muss noch mal zeigen. Zeig mir mal die Dose. Chili-Paste. Ja. Rote Chili-Paste. Oh ja, da bestimmt Dampf hinter, wa? Nee, nicht scharf. Nicht scharf, nein. Da steht nur Chili-Paste nur drauf. Nur Farbe. Ja, genau. Lasst euch da nicht verarschen, das ist überhaupt scharf. Nee. Ist nur Farbe. Farbe. Dann nimm doch nächstes Mal Erdbeeren. Yeah. Ist auch Farbe. So. Ein bisschen Wasser hinterher. So, echt ein bisschen Wasser. Gut. Ein bisschen mehr? Noch mal einen Schluck. Und natürlich Pilzsoße. Dünn. Kennt ihr auch alle schon, Pilzsoße dünn. Pilzsoße dick. Ja. Ja, kennt ihr schon, ne? Pilzsoße dick. Und dip. Pilzsoße dünn. Kennt ihr schon. Ah, ich guck ja. Schön, ne? Das sieht herrlich aus. Dann. Jetzt kommen die Paprika. Zwiebel. Hast du ein Stück dran gemacht? Die Zwiebel da. Paprika gelb. Chili handvoll. Jawohl, rein damit. Lecker aus. Jetzt kommen dann die Hähnchenteile wieder hinterher. Oh geil. Chicken Nuggets mit scharfer Soße. Ja, kann man nicht sagen jetzt, oder?
Ja, keine Ahnung. Kann man alles so umschreiben jetzt hier. Die Liste kommt dann hinterher, ne? Richtig. Mhm. Und? Keine Ahnung. Ja. Und? Und? Ach, hier deine Frühlingszwiebel. Ohne klein machen, einfach rein. Nein. Interessant. Und jetzt die Frühlingszwiebeln. Lauchzwiebeln. Schön. Oh, schön dabei, du Ehrliche. Already. So. Geil. Guck mal da. Ich guck ja. Das sieht schön aus. Na, wie sieht das aus? Reis in Herzform, liebevoll angerichtet mit Chilis. Wieder toll aus, ehrlich. Hat wieder einen Dekopreis verdient hier. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. So, jetzt pass auf. Kanaki. Oh, das ist schlimmblick. Knackig. Mhm. Das Fleisch an sich ist angenehm würzig. Schab mal. Angenehm. Mhm. Mhm. Angenehm. Nicht oh, angenehm. Angenehm. Ich weiß ja nicht. Angenehm. Ich nur oh, angenehm. Nicht. Also, geht nicht. Es ist ein bisschen scharf. Ja. Die Nüsse, na gut, ne, gehört halt auch irgendwie da rein. Aber, wie mein Hähnchen. Hähnchen gut. Schlimmblick oder hart wie Kopfstahl oder was? Nee, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ist nicht trocken oder was. Nein, hast gut gemacht. Ja? Ist in Ordnung. Reis, natürlich Reis ist klar. Reis. Aber, okay. Hm. Von der Schärfe her, ich hätte gedacht, es ist schärfer. Okay, ich bin ja auch schon halb Teig jetzt, ne, vom scharfen Essen dann da. Ne. Also es ist angenehm, muss ich sagen, es ist angenehm zu essen. Ne. Also ist gut. Für mich jetzt genau richtig so, muss ich sagen. Ne? Mhm. Gut gemacht, ja. Ich glaube, das wird sogar in Deutschland auch für Kinder gut sein. Die mögen das bestimmt auch so, würde ich mal so sagen. Mit den Hähnchen, Brustfleisch da so drin da. Ne? Also es ist so ähnlich so wie Chicken Nuggets dann da. Ne? So in der Art. Ne? Also ich glaube, das können man Kinder auch so geben, ne? Weil das auch so schöne bunte Farben hat. Ne? Vielleicht mal so ein kleiner Tipp. Also gut. Das war's für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe aus Thailand. Ein Lob an die Köchin natürlich. Es war Uwe und Porn aus Thailand. Immer dann denken. Und tschüssle. ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอู๋ค่ะขอบคุณค่ะชื่อสเล ha bei der Ehre, Servus, auf Wiedersehen und Fürti. Und Fürti und Tschüssle. Tschüss. Mahlzeit.